Für die Trophäe David und Goliath in Far Cry Primal müsst ihr 10 Gegner mit einer Schlinge töten. Lasst euch mit dem Befehl Schlinge hier nichts einreden. Mit der Schlinge ist die Schleuder gemeint. Na, die seht ihr auch nicht im Waffenauswahlmenü, sondern das ist dieses Ding hier. Die Schlinge wird aktiviert mit dem analogen Steuerkreuz Richtung unten gedrückt halten. Und dann wird dieses Ding rumgewirbelt und sobald ihr diese analoge Stick nach unten loslasst, wirft euer Charakter hier diese Schlinge nach vorne und, also die Schlinge alias Schleuder, und trifft die Gegner bevorzugt am Kopf, dann sind die nämlich alle One-Hit. Außer natürlich Krokodile, ihr wollt gegen die Schleuder anwenden, da braucht ihr dann 2 Treffer. No, aber gegen normale Gegner, 1 Treffer mit der Schlinge alias Schleuder, dann ist das Ding hier ready. Natürlich hier sollte man auch noch nicht, wie ich jetzt hier, mal treffen. Ne, und dann klappt das ganze Ding auch. Also mal nochmal. So. Nein. Oh Mann. Das gibt's jetzt hier nicht. So, kleiner Vorführeffekt. Ne, also Schlinge runterdrücken und gedrückt halten mit dem linken Analogstick. Und dann, sobald der Gegner anvisiert hat, den linken Analogstick loslassen. Und damit Batsch. Erledigt und die Trophy ploppt auf nach 10 Gegnern und ja, das war's. Wünsche euch was, ne? Viel Spaß damit, Servus und Ciao. Vielen Dank fürs Anschauen meines Videos. Falls ihr noch mehr Tipps oder Tricks benötigt, klickt einfach auf den Playlist-Button. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liked, teilt und mich abonniert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Haut rein!